Hallo zusammen, wir haben heute Herrn Dag Rosa von der ProCredit bei uns, der uns ein bisschen über die ProCredit erzählen wird, aber auch über das Bankgeschäft und, glaube ich, auch eine ganz interessante Aktie. Deswegen aber auch ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt direkt in der ProCredit investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben und das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Aber Herr Dag Rosa, stellen Sie doch einmal kurz selber vor und wie Sie bei der ProCredit gelandet sind. Ja, vielen Dank, Herr Haas, auch für die Einladung, dass wir hier dran teilnehmen können. Ja, ganz kurz zu mir. Ich komme hier tatsächlich aus der Umgebung Frankfurt, wo wir auch unser Office haben, aus dem Taunus, um genau zu sein. Studiert habe ich in Spanien, Frankreich und nachdem ich meinen Master fertig hatte, habe ich ein paar Jahre im Bereich Microfinance gearbeitet in Zentralamerika. Für mich persönlich so das Hauptmitbringsel aus dieser Erfahrung war, Finanzdienstleistungen müssen ordentlich reguliert sein. Sonst hat das in der Tat sehr, sehr negative Konsequenzen für Kreditnehmer als auch für den Bankensektor im Allgemeinen. Mein nächstes Ziel beruflich war daher Wirtschaftsprüfung. Ich habe dann bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland gearbeitet, mehrere Jahre, und bin dann von dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur ProCredit gekommen, habe da im Bereich Finanzcontrolling angefangen, später auch Investor Relations, war dann seit Anfang 2020 im erweiterten Management-Team und gehöre jetzt in der Tat seit Anfang dieses Jahres dem Vorstand an. Was macht denn die ProCredit AG und warum ist es keine typische Bank, wenn man das so sagen kann? Ja. Naja, wir wurden vor etwa 20 Jahren als impact-orientierte Bank gegründet. Das heißt, diese Impact-Orientierung ist tief in uns verwurzelt. Impact-Orientierung meinen wir, dass wir mit unserer Geschäftstätigkeit einerseits natürlich eine attraktive Rendite für unsere Anleger erzielen wollen, auf der anderen Seite aber auch eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den Ländern, in denen wir tätig sind, haben wollen. Und positive Wirkung erzielen wir, so glauben wir zumindest, vielerlei. Einmal 92% unserer Kredite gehen an formalisierte, transparente, innovative, kleine und mittelständische Unternehmen, die in innovative Technologien investieren, die Arbeitsplätze schaffen, die Leute ausbilden. Ganz wichtig, die Steuern zahlen, denn in den Ländern, in denen wir unterwegs sind, ist der informelle Sektor natürlich noch sehr groß und Regierungen können ohne Steuereinkommen auch wenig agieren, auch wenig Soziales, Gutes tun. Insofern sind diese Unternehmen, die leisten wirklich einen sehr wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unserer Länder. Und indem wir diese Unternehmen unterstützen, glauben wir auch einen positiven Beitrag leisten zu können. Darüber hinaus fokussieren wir uns, was das Kreditgeschäft angeht, insbesondere auch auf grüne Kredite. Circa 20% unseres Portfolios klassifizieren wir als grün. Und aber auch darüber hinaus. Das bedeutet nicht, dass 80% sozusagen braun sind. In diesen 80%, die richten sich auch an sehr umfassende Ausschlusskriterien, aufgrund derer wir beispielsweise keine Kredite an Kohle- oder Erdölproduzenten geben, Produzenten von Plastik, Alkohol, Waffenindustrie in Osteuropa natürlich auch sehr, sehr groß und sehr lukrativ. Wirklich eine Vielzahl von Industrien, die per se legal sind, aber natürlich aus einer Impact-Orientierung kritisch zu betrachten sind. Ich würde noch sagen, auch dazu gehört auch aggressives Geschäft mit Konsumentenkrediten. Das ist in Osteuropa in der Tat auch ein größeres Problem, in Anführungszeichen. Kredite, die aggressiv beworben werden, oft mit sehr, sehr hohen Margen, aber auch mit sehr hohen Ausfallraten. Dieses Geschäft betreiben wir auch nicht. 8% unserer Kredite sind an Privatkunden. Das ist aber zu über 90% sind das Finanzierungen von Eigenheimen. Oft vielleicht von den Unternehmern, die dann selber über, sag ich mal, das Unternehmen als Kunde haben, könnte ich mir vorstellen. Oder ist auch das in der Tat, ja. Das ist die Unternehmer, auch die Mitarbeiter, die uns dann auch als Bank indirekt irgendwie kennen. Es ist sich wirklich ein recht großer Kundenkreis. Auf Ebene der Geschäftskunden, ca. 65.000 Geschäftskunden, die wir bedienen. Insgesamt aufgrund dieses Nachhaltigkeits- und Impacts-Gedanken ergibt sich ein sehr einfaches Geschäftsmodell. In der heutigen Welt macht uns diese Einfachheit
vielleicht auch wirklich nicht einzigartig, aber doch sehr besonders in der Bankenwelt. Einfach nur traditionelles Kreditgeschäft, wie man das vielleicht aus den 70er, 80er Jahren Sparkassenkonzept kennt, Kredite an KMU auf der Aktivseite und auf der Passivseite wiederum ein sehr modernes und sehr digitales Direktbankkonzept für Privatkunden, da wir mit Privatkunden insbesondere Einlagengeschäft betreiben wollen. Also um das so zu verstehen, also auch vielleicht wie eine Bank funktioniert, ihr habt Privatkunden, die bei euch ein Online-Konto eigentlich haben und diese genau. Gelder werden als Kredite, nicht wie typisch vielleicht bei der Sparkasse, wo es viele Hausfinanzierungen gibt, werden als Unternehmenskredite in Osteuropa vor allem vergeben. Darauf habt ihr ja fokussiert. Ist das richtig so und warum habt ihr euch auf Osteuropa fokussiert? Glaube ich, am Anfang waren ja auch noch andere Länder mit dabei, waren dann, sag ich mal, die Entfernung zu hoch und vielleicht ist auch vielleicht noch ein weiterer, die Zinsmarge scheint ja auch anders in Osteuropa als in Deutschland, ne, wo es ja doch günstige Kredite sehr, sehr lange gab. Ja, richtig. Also die Einlage, das mit dem Einlagengeschäft insofern ist der Zusatz wichtig, dass das auch lokale Einlagen sind. Also unser Kreditgeschäft beispielsweise in Albanien ist finanziert durch Einlagen von Privatkunden in Albanien. Privatkunden, aber auch Geschäftskunden in Albanien. Wir haben auch eine Bank in Deutschland, die ist betreibt ein sehr, sehr begrenztes Bankgeschäft hier in Deutschland. Sie ist vor allem ein Service-Dienstleister für die anderen ProCredit-Banken und bündelt quasi unser Treasury-Geschäft, unser Transaktionsgeschäft, unser Devisengeschäft in eine Bank und dadurch können wir bessere Konditionen für uns als Gruppe erzielen. Auch sammelt diese Bank in Deutschland Einlagen hier ein. Wir bieten Festgeldkonten an und zu einem sehr geringen Betrag werden diese dann als langfristige Kredite auch an unsere Banken gegeben. Mhm. Aber in der Regel können unsere Banken in Osteuropa das Volumen, was sie an Kredite auf der Aktivseite haben, mit einem identischen Volumen an Einlagen, an lokalen Einlagen decken, 1:1. Okay, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ganz viele Deutsche ihr Konto bei euch haben und diese Gelder gehen nach Osteuropa, nein, sondern jede Bank tut sich eigentlich im Land selber finanzieren, damit man auch nicht so die Währungsrisiken und sowas hat. Ist es da ein Vorteil, dass die Leute wissen, ihr kommt ein bisschen aus Deutschland, was ja in Osteuropa ja schon einen guten Ruf hat für Sicherheit, was ja da sicherlich nicht in jedem Land immer so der Fall ist. Da ist ja doch, sag ich mal, gibt es mehr Makrorisiken als bei uns. Oder wie seid ihr da positioniert neben dem Thema, also auch so eine, von der Marke, neben dem Thema Mittelstandsbank? Ja, wir sind einmal in der Tat, also unsere deutschen Wurzeln dienen der Positionierung als stabile Bank. In vielen dieser Ländern sind wir tatsächlich einer der ersten Banken nach dem Jugoslawienkrieg. Mhm. Unsere erste Bank haben wir in Bosnien gegründet, 1998, danach kam Kosovo dazu und dann hat sich sehr schnell verbreitet. Insofern ist die deutsche Positionierung einerseits aber auch als Bank mit der Langgeschichte in diesen Märkten, als Bank, die dann auch sehr verwurzelt in den lokalen Märkten ist, diese Märkte gut kennt und auch als Bank, die anders als andere Banken auftritt, als Entwicklungsbank, als Bank, die nicht nur darauf aus ist, Gewinne zu maximieren oder die tatsächlich nicht darauf aus ist, Gewinne zu maximieren, sondern Gewinne zu erwirtschaften, aber nicht um jeden Preis. Und sich eben wirklich auch als Partner von kleinen und mittelständischen Unternehmen positioniert. Jetzt ein wichtiges Thema sind ja die Zinsen und zuletzt war ja auch immer das ganze Thema steigende Zinsen. Zuletzt 10 Jahre haben die Banken in Deutschland, sag ich mal, gejammert, dass die Zinsen so niedrig sind, die Zinsmarge haben wenig verdient. Jetzt sind die Zinsen gestiegen und wir haben in der USA eine Bankenkrise. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen zusammenfassen? Was ist denn die beste Welt für Banken von der Zinssituation und wie ist die Situation so bei der ProCredit? Sind jetzt die gestiegenen Zinsen gut, schlecht, liegt es an der Geschwindigkeit? Können Sie das vielleicht ein bisschen zusammenfassen? Ja, pauschal lässt sich nicht sagen, welches Zinsniveau ideal ist für Banken. Grundsätzlich, wenn man ein adäquates Risikomanagement hat, auch was Zinsrisiken angeht,
profitieren Banken eher von höheren Zinsen als von niedrigen Zinsen. So kann man es, glaube ich, sehr vereinfacht sagen. Das Beispiel USA ist jetzt in der Tat ein Beispiel einer Bank mit gewissen Lücken im Risikomanagement. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Einlagen eingesammelt und sie haben das Geld, was sie dadurch zusammenbekommen haben, haben sie in sehr langfristige Anleihen gesteckt. Anleihen, die an und für sich eine gute Bonität haben, lokale Regierungen, vielleicht auch Staatsanleihen, aber aufgrund der Fristigkeit hatten sie dann natürlich das Risiko, dass wenn die Zinsen ansteigen, diese Wertpapiere an Wert verlieren. Und dieser Wertverlust, der wurde dann gegen das Kapital gebucht und dann ist die Bank de facto schon insolvent. So schnell kann das de facto auch gehen. Wir unterscheiden uns dahingehend, dass der Großteil unserer Kredite variabel verzinst sind. Das bedeutet, und das sieht man auch in unserer Nettozinsmarge, die hat sich vom Anfang des Jahres 2022 im ersten Quartal von 2,9% auf 3,3% erhöht. Das ist kein Raketenstart. Das ist Quartal für Quartal geht es ein bisschen hoch, weil sich eben die Kredite auf der Aktivseite neu bepreisen. Auf der Passivseite wird es natürlich auch teurer. Wir zahlen mehr für unsere Einlagen, aber unterm Strich kommt da ein Plus am Ende raus. Und was jetzt zum Beispiel auch die Anleihen angeht, unsere Banken investieren natürlich auch in Anleihen. Das, was sie an Überschussliquidität haben, wird in Anleihen investiert. Aber die durchschnittliche Fristigkeit dieser Anleihen ist deutlich unter einem Jahr. Das heißt, sie existieren quasi wirklich nur als Instrument des Liquiditätsmanagements. Okay, also die steigenden Zinsen bisher haben euch eher geholfen, weil wenn die steigen, sag ich mal, euer Anteil, also insgesamt müssen natürlich Leute mehr Geld zahlen, aber ihr bekommt natürlich auch den gleichen Anteil, was insgesamt dann mehr ist, um es einfach so zu machen. Vielleicht nochmal ein Vorteil, haben wir ja schon geredet, sag ich mal, auch ein bisschen die deutschen Wurzeln, wahrscheinlich auch ein bisschen IT, dass man das zentralisiert hat als gegenüber einer Bank, die vielleicht nur in Albanien oder Kosovo aktiv ist. Das Zweite wäre vielleicht noch das Thema Kultur, dass man nicht Gewinne maximieren muss, sondern sagen kann, wir können langfristig denken und nehmen uns das bessere Kreditrisiko raus. Oder was sind noch, neben natürlich, sag ich mal, dass man gutes Kreditmanagement macht, die Kreditabschreibung erscheint mir relativ niedrig, ohne dass ich jetzt der Riesenbankenexperte bin. Was sind die Gründe dafür, Ihrer Meinung nach? Ja, in der Tat. Also zu dem, einmal das Geschäftsmodell selber, die Tatsache, dass wir sehr, sehr wenig Konsumkreditgeschäft haben, bedeutet natürlich auch ein komplett anderes Risikoprofil, was Kreditrisiken angeht. Es ist aber auch die Art und Weise, wie wir KMU-Kunden auswählen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Das ist nicht transaktionsgetrieben. Es ist nicht so, dass wir jedem KMU-Kunden, der zu uns kommt, sofort einen Kredit geben. Wir wollen Hausbank unserer KMU sein. Das bedeutet, eine Art Relationship wird stetig aufgebaut. Wenn ein Kunde erstmalig bei uns einen Kredit anfragt, dann schicken wir unsere wirklich sehr gut ausgebildeten sogenannten Business Client Advisor und auch unsere Kreditrisikokollegen zu dem Kunden hin. Das könnte ein Fabrikgelände sein, der schaut sich da alles an, er spricht dann mit dem Management, er spricht mit den Eigentümern, er schaut sich die Managementstruktur an, er lässt sich den Geschäftsplan zeigen, im Office checken wir dann den Geschäftsplan, wir stressen den Geschäftsplan, schauen, was würde passieren, wenn der Hauptkunde ausfallen würde, was würde passieren, wenn einer der wesentlichen Supplier ausfallen würde, was passiert mit dem Kunden, wenn es irgendwelche Energieengpässe gibt, was passiert mit dem Kunden, wenn es irgendwelche starken Währungsschwankungen gibt. Also wir stressen einfach die Zahlungsfähigkeit des Kunden, soweit es geht. Und diese Zahlungsfähigkeit des Kunden ist am Endeffekt das Hauptkriterium für einen Kredit, ob wir einen Kredit begehen, ja oder nein. Erst danach kommen andere Elemente wie zum Beispiel Besicherung. Ne? Auch alle unsere Kredite sind stark besichert, in der Regel mit Grundstücken oder Gebäuden, manchmal auch mit internationalen Finanzgarantien von der Europäischen Investmentbank.
Aber das ist dann wirklich second or third line of defense. Im Kern steht wirklich die Kapitalfähigkeit des Kunden. Und aufgrund dieses sehr akribischen Ansatzes haben wir in der Tat Ausfallraten. Im Moment ist der Anteil unseres ausgefallenen Portfolios bei ca. 2,4% außerhalb der Ukraine. Ukraine ist, kann man mal besonders betrachten. Und mit 2,4% liegen wir natürlich deutlich, deutlich unter dem Durchschnitt der Bankensektoren, in denen wir unterwegs sind, eher auf einem westeuropäischen Niveau. Und damit verbinden wir einerseits eine Nettozinsmarge, die natürlich aus osteuropäischen Krediten sich charakterisiert, mit Risikokosten, die so gering sind, dass sie die meisten westlichen Banken untertreffen. Um vielleicht nochmal zusammenzufassen, also 2,4% ist die Kreditausfallrate. Das muss natürlich im Schnitt beim Preis dabei sein. Sagen wir mal, die Zinsen im lokalen Land sind 4% und dann auch eure Marge, also ein typischer Kredit für einen Kunde würde dann um die 10% im Firmenbereich vielleicht sein. Ist das eine einigermaßen realistische Nummer oder wo bewegt sich das? Hängt natürlich immer von der Tragfähigkeit ab, aber es sind natürlich andere Kreditzinsen als bei uns für einen Immobilienkredit, oder? Aber hängt sehr von Markt zu Markt ab. Also 2,4% ist auch nicht die statistische Ausfallrate. 2,4% ist der Anteil unseres Portfolios, der ausgefallen ist. Die statistische Ausfallrate wäre deutlich, deutlich unter diesem Wert. Okay, sorry. Dann also ist es deutlich geringer. Also wenn man sagt, deutlich geringer. Ja, dann sind wir eher beim 0,5% oder so. Das ist ja wirklich fast nichts. Okay. Und die Zinsen, wir sind in unseren 7 Banken im Balkan sind wir da in Ländern unterwegs, die vom Zinsniveau eher westeuropäisch sind als stark osteuropäisch. Mhm. Wenn wir jetzt in Georgien, Ukraine, Moldawien, wo wir auch Bankgeschäfte haben, da sind die Zinsen in der Tat sehr hoch. Da sind wir oft im niedrigen zweistelligen Bereich, zumindest was lokale Währung angeht. Euro-Kredite und Dollar-Kredite sind günstiger. In Bulgarien beispielsweise oder in Bosnien sind die Zinsen eigentlich sehr ähnlich wie in Deutschland. Okay. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen mit der, sag ich mal, den Finanzgarantien von zum Beispiel Entwicklungsbanken. Die sind ja auch bei euch Aktionär. Was ist der Gedanke dahinter wegen der Partnerschaft? Wie arbeitet man mit denen zusammen? Aber die sind ja eigentlich normalerweise wenig profitorientiert. Warum sind die, wie kam das und was ist vielleicht der Vorteil und Nachteil davon? Also wir haben in der Tat verschiedene Förderbanken, die bei uns Aktionärinnen sind. Also ich glaube grundsätzlich, dass Förderbanken in der Tat einen ähnlich klaren Blick auf Rentabilität wie andere Investoren haben, wenn auch vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel. Also Rentabilität bedeutet aus Blick einer Förderbank Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Das bedeutet wiederum, dass die Gesellschaft nicht weiter gefördert werden muss, sondern das aus eigener Kraft schaffen kann, sich in Zukunft auch aus eigener Kraft refinanzieren kann. Das ist der Gedanke von Förderbanken, das ist das, was sie sehen wollen. Ein angemessenes Niveau an Profitabilität ist dafür Förderbanken eine Bedingung, sine non qua. Wie diese Profitabilität allerdings erreicht wird, das ist wichtig für die Förderbanken, ohne jetzt generalisieren zu wollen. Eine Förderbank wäre dann zum Beispiel mit exzessivem Konsumgeschäft eher negativ eingestellt und sagt, okay, dann lieber eine geringere Profitabilität als so etwas. Oder man fokussiert sich zum Beispiel auf die grünen Kredite, ne? Irgendwie Solarparks oder sowas, dass man sagt, okay, sag ich mal, von den Industrien, die wir auswählen, da sind wir halt ein bisschen eingeschränkt, aber klar, das muss sich selber tragen, man lebt nicht von Entwicklungshilfe, ne? Das, okay, verstanden. Richtig, genau. Ja. Und das reflektiert sich im Endeffekt in unserem Geschäftsmodell. Also natürlich wollen wir profitabel sein und wir sind es auch. Wir haben eine durchschnittliche EK-Rendite seit der Gründung von 9%. Ich kann mir keine andere deutsche Bank vorstellen, die das über 20 Jahre erreicht hat. Das ist ein hervorragendes Maß an Rentabilität, auch wenn man sich die Art und Weise betrachtet, wie die zusammenkommt. Da gibt es keine großen Schwankungen. Da gibt es kein einziges Jahr, in dem wir Geld verloren haben. Es gibt auch kein einziges Jahr, wo wir irgendwie bei 15% oder 20% EK-Rendite waren. Das ist alles eine sehr niedrige Spanne. Somit drückt sich das auch in einem sehr
Somit drückt sich das konservative Geschäftsmodell aus Risikosicht in einem auch sehr konservativen Investment aus für Privat- oder für Geschäfts- oder institutionelle Investoren wieder. Es gibt jetzt auch noch eine rechtliche Umwandlung bei der ProCredit. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen, was da der Hintergrund ist? Richtig, die ProCredit Holding ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das ist natürlich ein sehr deutsches Konstrukt, was von vielen Familienunternehmen auch genutzt wird, ermöglicht es quasi Familienunternehmen über den Kapitalmarkt zu wachsen, gleichzeitig aber noch die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten. Warum die ProCredit Holding eine KGA ist, wurde damals so geschaffen, um diese Entwicklungsausrichtung, die ja sehr einzigartig ist, zu präservieren. Das bedeutet, jemand hätte theoretisch 50, 60, 70% der ProCredit Holding kaufen können. Beim Fußball. Könnte dann aber nicht irgendwelche strategischen Entscheidungen treffen oder sagen, wir machen jetzt Konsumgeschäft oder wir finanzieren Erdölunternehmen. Das war der Ursprung dieser KGaA-Struktur, um uns bei dem Listing, als wir an die Börse gegangen sind 2016, uns quasi vor so einer Art feindlichen Übernahme besser zu schützen. Jetzt bei der Umwandlung, die wir vorhaben, wir werden das Unternehmen in eine AG umwandeln, achten unsere Kernaktionäre, das ist übrigens die KfW, die Weltbank, die Dun-Stiftung, Zeitinger Invest, und Zeitinger Invest ist die Gründungsfirma sozusagen, und auch Staff Invest, also eine Gesellschaft, über die Mitarbeiter der ProCredit investieren und ihre Aktionärsrechte quasi bündeln in einem Unternehmen. Sie achten darauf, dass diese Ausrichtung in der neuen Geschäftsstruktur der AG weiterhin sehr tief verankert sein wird. Und damit verliert diese KGaA quasi an ihrer ursprünglichen Legitimation. Okay. Auch hat die Gruppe heute einen ganz anderen Reifegrad als damals. Der Entwicklungsgedanke, um den wir uns damals Sorgen gemacht haben, ob der weitergetragen wird, der ist heute natürlich von Hunderten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Deutschland, aber vor allem auch in den Ländern, in denen wir tätig sind, getragen. Insofern ist das trägt das nochmal dazu bei, dass die Legitimation der KGaA gar nicht mehr so richtig da ist. Die AG ist natürlich aus Kapitalmarktsicht sicherlich das bekanntere Modell und sicher auch attraktiver für alle Aktionäre, denn in dem KGaA-Konzept haben einzelne Aktionäre weniger Rechte. Das ist ja was Positives, das kann man ja auch so interpretieren, dass man, sag ich mal, mehr auch zu einer normalen Firma wird und auch nochmal, sag ich mal, seine Kapitalmarktkommunikation verbessern möchte und da halt auch weiter größer werden will. Ich meine, was jetzt eine besondere Situation ja ist mit der ProCredit im letzten Jahr mit dem Thema Ukraine, wir haben es ja ganz kurz ja schon erwähnt, dass man Ukraine-Geschäft hat, da sind natürlich dann die Abschreibungen der Ostukraine in 22 hochgegangen. Wie ist denn die Situation dort aktuell? Ich meine, normalerweise schreibt man ja einmal ab und wenn es, sag ich mal, das sag ich mal, nicht verschlechtert, dann sollte sich das hier nicht wiederholen. Da könnten ja auch Sachen wieder, sag ich mal, wenn es einen Sieg der Ukraine gäbe oder einen Rückzug der Russen, könnte es ja auch noch ein weiteres positives Szenario geben. Wie ist die Situation dort aktuell aus Ihrer Sicht? Naja, das Jahr 2020 war natürlich wahnsinnig herausfordernd. Erst einmal aus Sicht der humanitären Lage. Wir haben in erster Linie es, glaube ich, geschafft, vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu geben, hier nach Deutschland zu kommen. Wir haben eine Akademie, die wurde kurzerhand zum Zuhause von fast 200 unserer Mitarbeitern und deren Familien. Dann eher aus operativer Sicht natürlich den Bankbetrieb in der Ukraine weiterhin aufrechtzuerhalten. Das war besonders am Anfang, als auch Kiew unter Angriff war, schwierig. Aber
Die Bank hat es wirklich geschafft, jeden Tag zu keinem Zeitpunkt irgendwelche operativen Schwächen zu zeigen. Das war wahnsinnig gut. Seit Mitte des Jahres beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit dem Thema Kreditrisiko. Wir haben im Jahr 2022 ein Rekordniveau von Risikovorsorge für die Ukraine gebildet. Insgesamt 87 Millionen Euro. Das übertrifft, um das mal als Größenordnung zu zeigen, es übertrifft die Summe der Risikovorsorge, die wir auf Ebene der Gruppe in den gesamten letzten 5 Jahren gebildet haben. Also einfach nur enorm. Circa 10% unseres Portfolios in der Ukraine liegt in Gebieten, die aktuell besetzt sind. Natürlich konzentriert sich die Risikovorsorge vor allem auf diese Kredite. Ansonsten sehen wir natürlich, dass das Leben und auch die wirtschaftliche Aktivität im Land weitergeht. Leute gehen morgens auf die Arbeit, Restaurants und Cafés sind geöffnet, Supermärkte sind bestückt und unser Bankgeschäft läuft auch weiterhin ohne Unterbrechung weiter. Natürlich, solange der Krieg anhält, werden wir unser Exposure in der Ukraine gezielt weiter reduzieren und managen, aber gleichzeitig bauen wir Kapazitäten in der Bank auf. Wir sind im Moment einer der ganz wenigen Banken, die Leute einstellt, um dann irgendwann mal, wenn die Zeit soweit ist, auch eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen zu können. Genau, das ist ja, glaube ich, habe ja auch in einem zwei anderen Video erzählt, ein Investment Case. Wenn es zu einem Frieden kommt und einem Wiederaufbau, werden ja Abermilliarden in die Ukraine fließen, auch mit Krediten und Förderbanken. Und da wärt ihr dann ein Player, der das, sag ich mal, bespielen würdet, oder? Neben lokalen Banken und anderen staatlichen Stellen. Aber das ist, kann ja sehr, sehr groß werden, ne? Wenn man das mal sich so überschlägt, was dann da alles kommen könnte. Und auch vom Sentiment, ne? Also das, Ja, ich würde den Investment Case nicht darauf aufhängen, weil wir haben natürlich, unsere Aktie hat viel an Wert verloren im Jahr 22. Der Tiefstwert war 2,40 Euro. Jetzt sind wir wieder bei 6 Euro, was immer noch wahnsinnig günstig ist. Das ist weiterhin ein Preisbuch von circa 40%. Was nicht verständlich ist, wenn man sich überlegt, wie stabil wir doch über die ganzen 20 Jahre sind und wie wir trotzdem, trotz der Tragweite der Ereignisse in 2022, trotz dieser unvergleichbaren Risikovorsorge, die wir gebildet haben, wieder ein positives Konzernergebnis erzielen konnten. Gering, aber immerhin positiv. Und zwar so positiv, dass es sicherlich auch von anderen Großbanken irgendwie gefeiert werden würde, wenn sie das in einem normalen Geschäftsjahr erzielen würden. Ukraine ist ja ein Teil, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, 15% des Kreditvolumens, vielleicht ein bisschen von der Profitabilität mehr, aber ihr habt ja auch andere wichtige Länder, wie zum Beispiel Kosovo und Serbien. Da gab es ja zuletzt auch erstmal eine Krise. Ich glaube, dann gab es wieder eine Einigung, weil wahrscheinlich Serbien auch merkt, sie wollen vielleicht doch nicht mit Russland so sehr in Verbindung gebracht werden. Wie ist da die Situation aktuell aus Ihrer Sicht? Gibt es da wirklich Entspannung? Und sag ich mal auch mal, das ist ja auch alles noch so ein bisschen der Schwebe. Als ich mal durch Serbien durchgefahren bin, da kriegt man irgendwie eine Karte, wo dann der Kosovo zurzeit noch irgendwie unter, also ähnlich wie bei Deutschland früher mit den Ostgebieten, habe ich auch noch einen Atlas von ganz früher. Das ist ja noch nicht so, dass man damit da abgeschlossen hat. Zumindest, es ist auch schon ein paar Jahre her, aber war ich doch erstaunt, als es damals ich diese Karte an der Grenze bekommen habe. Ja, also erstmal ganz kurz zur Ukraine, sind nicht 15%. Es waren vor dem Krieg waren es 13%. Jetzt sind es etwa 9,5%. Also wir sind in der Ukraine wegen Rückzahlung von Krediten, auch wegen Währungseffekten, sind wir relativ stark geschrumpft. Außer das Gesamtexposure von der Gruppe gegenüber Ukraine ist deutlich zurückgegangen. Das war am Anfang des Krieges noch bei 180 Millionen Euro. Das ist Equity und Debt, was von der Gruppe an die Bank gegeben wurde. Das hat sich um über 100 Millionen Euro reduziert, auf heute etwas weniger als 80 Millionen Euro. Zu Serbien, Kosovo, ja, in der Tat, die jüngsten Entwicklungen sind natürlich positiv, nachdem, ja, wie du gesagt hast, Ende 22 auch Anzeichen für eine Verschlechterung der Beziehung gab. Also die Krise, die dauert ja schon seit über 20 Jahren an. Insofern kann man dieses
Flackern von Spannungen Ende 22 vielleicht auch so interpretieren, dass sich da der ein oder andere in eine bessere Verhandlungsposition bringen wollte, um dann jetzt auch wirklich in Diskussionen treten zu können. Natürlich unterstützen wir den friedlichen Dialog der beiden Länder, das leben wir täglich vor, indem Kosovaren, Serben, aber auch alle anderen Volksgruppen aus den Ländern, in denen wir tätig sind, über das gesamte Jahr in unserer Akademie hier in Deutschland zusammenkommen. Im Monat sind es etwa durchschnittlich 100 Leute, die bei uns in der Akademie sind, über vielerlei Sachen diskutieren, auch über Politik. Aber dass wir als Bank in Osteuropa von verbesserten bilateralen Beziehungen profitieren und solche Dialoge zwischen Serbien und Kosovo natürlich auch Schlüssel sind, um die Integration von Ost und West irgendwie voranzutreiben. Sicherlich eine Bedingung für Serbien, überhaupt mal in die EU aufgenommen zu werden. Das liegt auf der Hand. Aber ich will es auch gar nicht nur aus so einer Geschäftsbrille betrachten. Es ist natürlich für uns als Europäer allgemein wichtig, dass sich die Sachen in diese Richtung entwickeln. 2022 ist, glaube ich, ein gutes Jahr, um das als Case Study für einen nochmal gedanklich zu verfestigen, wie wichtig es ist, dass wir innerhalb Europas uns vertragen. Warum sind denn manche Länder deutlich profitabler von den Eigenkapitalrenditen? Ist das ein bisschen, hat das mit dem Zins zu tun? Ist das mal zyklisch oder gibt es da strukturelle Unterschiede? Es hat sicherlich mit dem Zinsniveau zu tun. In Osteuropa haben wir ein deutlich höheres Zinsniveau als im Balkan. Also es gibt Marktspezifitäten, wo man auch sagen würde, in Osteuropa ist die sogenannte Cost of Equity aufgrund des Länderrisikos auch strukturell einfach höher. Und manchmal hat es auch wenig mit den Ländern zu tun, sondern auch mit der Reife unserer eigenen Banken. In einigen Märkten sind unsere Banken schon sehr weit, was die Positionierung angeht, was den Marktanteil angeht, in anderen vielleicht noch weniger. Aber da bieten dann wirklich die schon sehr weit sind, einfach nochmal ein Exempel, wie skalierbar und wie gut das Geschäftsmodell in diesen Ländern laufen kann. Und wir gehen davon aus, dass sich die weniger profitablen Banken, es gibt keine verlustreichen Banken bei uns, außer Ukraine natürlich im Jahr 22, aber dass die weniger profitabel sind, stetig auch in höhere ROI-Buckets rutschen können. Warum notiert denn die ProCredit AG Ihrer Meinung nach so stark unter Buchwert? Sie haben es erwähnt, 40%, das ist ja für so ein doch eher defensives Geschäftsmodell sehr viel, weil man ja eigentlich, sag ich mal, deutlich weniger Risiken hat als jetzt irgendeine Deutsche Bank oder eine PNB Paribas oder sowas. Wie erklären Sie sich das? Sie unterhalten sich ja auch mit vielen Investoren. Und was wären jetzt die zwei, drei wichtigsten Kennzahlen, auf die Sie sich konzentrieren würden bei einer Bewertung von der Bank, denn eine Bank ist ja doch immer ein bisschen anders, als wenn ich jetzt irgendwie Butter verkaufe. Ja, in der Tat. Also es ist schwer, pauschal zu beantworten. Sicherlich gibt es viele verschiedene Meinungen zu Bewertungsthemen. Grundsätzlich sind niedrige Bewertungen ja ein strukturelles Problem von Banken im Allgemeinen. Und das hat sicherlich auch viel mit dem schlechten Image von Banken zu tun. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Investoren besonders frustriert, wenn Großbanken selbst in Verlustjahren enorme Bonizahlungen veranlassen, Geldwäscheskandale, das Eingehen exzessiver Risiken. All das hilft natürlich nicht beim Image. Und wir sind in vielerlei Hinsicht eine andere Bank, ohne Millionengehälter für Manager, ohne absurde Bonizahlungen, ohne Geldwäscheskandale. Es ist teilweise ironisch, wie wir als Osteuropa-Bank oft dazu gefragt werden, wie wir Geldwäsche managen. Uns kann man googeln, unsere 20-jährige Geschichte kann man googeln, da wird es einfach nichts geben. Gleichzeitig sind es vor allem die großen westeuropäischen Banken, die immer wieder in Skandale verwickelt sind. Also ich sag mal so, natürlich sind Fragen zur Aktienbewertung immer am besten von einem Aktienanalysten beantwortet. Als Vorstand bin ich da sowieso etwas befangen. Aber wir haben in unserer 20-jährigen Geschichte, wie gesagt, noch nie Verluste geschrieben. Nicht in den Jahren der Finanzkrise, nicht im Covid-Jahr, nicht in diesem Jahr 2022. Allein das ist für mich schon mal ein starkes Argument für eine deutlich höhere Bewertung.
Okay, wir haben ja zuletzt Zahlen veröffentlicht und da eine kurzfristige Guidance gegeben und auch eine mittelfristige Guidance. Wollen Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen so zusammenfassen, wie sich das so zusammensetzt und auch, was Sie unter den mittelfristigen Zielen verstehen, ungefähr von der Zeit und wo auch dann da die Verbesserung herkommen soll, außerhalb von der Ukraine auch. Ja. Also wir kommen aus einem Jahr, für das wir keine Guidance veröffentlicht haben, aus offensichtlichen Gründen, Ukraine-Krieg. Selbst jetzt geht der Ukraine-Krieg weiter. Es gibt auch weitere Faktoren, die natürlich insgesamt das wirtschaftliche Umfeld destabilisieren. Die hohe Inflation, Energiepreise weiterhin oder Energiezulieferungsunsicherheiten scheinen erst einmal überbrückt. Wie es dann im nächsten Winter aussieht, ist auch nochmal eine Frage. Geopolitische Unsicherheiten. Wir haben versucht, eine Guidance für 2023 zu definieren, die all diese adversen Entwicklungen berücksichtigt, die aber trotzdem sehr eng definiert ist. Und wir haben sie so definiert, dass wir in diesem Jahr eine EK-Rendite von 6-8% erreichen werden. Das würde in etwa einem Gewinn von 60 Millionen Euro entsprechen. Bedeutet im Übrigen etwa 1 Euro pro Aktie, beim aktuellen Kurs dann eine Rendite von ca. 16% pro Aktie. Wir wollen auch im nächsten Jahr wieder anfangen, Dividenden auszuzahlen, ein Drittel des Konzerngewinns. Das wären dann ca. 20 Millionen Euro in etwa bei 60 Millionen Euro Konzerngewinn. Bedeutet eine Dividendenrendite wieder beim aktuellen Kurs von 5-6%, je nachdem, welcher Kurs zugrunde gelegt wird. Wir gehen davon aus, wirklich, dass in diesem Jahr 2023 die Ukraine weiterhin Schwierigkeiten machen wird, im Sinne, dass wir höhere Risikokosten haben werden, dass die Bank nicht positiv zu dem Gewinn beitragen wird, auch dass wir in anderen Banken vielleicht noch hier und da sogenannte Spillover-Effekt sehen, dass sich die Nettozinsmarge sicherlich auch nochmal ein bisschen kontrahieren wird, auch wenn wir dafür im Moment keine Anzeichen sehen und auch, dass sich die Inflation in deutlich höhere Kosten ausschlagen wird. Wenn sich diese ganzen adversen Effekte in der Form nicht materialisieren, ist sicherlich auch eine Upside für diese kurzfristige Guidance drin, sicherlich. Und mittelfristig gehen wir von einer EK-Rendite von 12% aus. Dabei haben wir auch das Thema Ukraine mehr oder weniger ausgeklammert, zu sagen, die Ukraine wird zwar weiterhin wieder Geschäft machen, wird auch vielleicht einen kleinen Gewinn beitragen, aber keinen, der strukturell diese 12% trägt. Das heißt, in dem Worst-Case-Szenario beispielsweise ohne die Ukraine würden wir bei derselben Mittelfrist-Guidance bleiben von 12% ROE. Andersherum haben wir gesagt, gut, wenn in der Ukraine tatsächlich wieder Frieden eintritt, und unsere Bank in der Ukraine, sagen wir, an der Performance anknüpfen kann, die sie vor dem Krieg gezeigt hat, dann sehen wir wiederum ein Upside-Potenzial für unsere Medium-Term-Guidance von ca. 1-1,5 Prozentpunkte. Okay. Nee, das ist wirklich hilfreich. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, geht da noch immer schneller. Vielleicht noch eine letzte langfristige Frage. Mittelfrist-Guidance, aber so, sag ich mal, so ein bisschen unabhängig von den Zahlen, was so ein bisschen die Vision auf die nächsten 5-10 Jahre für die ProCredit. Wo möchte man stehen? Möchte man vielleicht sogar aus Osteuropa nochmal das Modell nochmal exportieren? Möchte man der dominante Player? Weiß ich nicht. Gibt es da neben, sag ich mal, man hat ja auch eine starke Unternehmenskultur, so eine Vision, muss sagen, dafür arbeiten wir auch vielleicht irgendwie was Handfestes manchmal? Ja, ich sag mal, wir entwickeln unser Geschäftsmodell natürlich stetig weiter, ohne es zu revolutionieren. Die Revolution, wenn Sie wollen, hat so ein bisschen im letzten Jahrzehnt stattgefunden, als wir deutlich Filialen geschlossen haben, digitalisiert haben, unsere Mitarbeiterstruktur deutlich effizienter aufgestellt, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben hunderte von Filialen geschlossen, um dann in unseren Märkten tatsächlich als Direktbank auftreten zu können.
unsere Mitarbeiterzahl von ca. 12.000 auf 3.500 reduziert, uns aus bestimmten Märkten auch verabschiedet in Afrika und Lateinamerika, um uns wirklich auf unser Bread-and-Butter-Geschäft Osteuropa fokussieren zu können. Und in erster Linie wollen wir in den Märkten, in denen wir im Moment auch tätig sind, unsere Marktposition weiter ausbauen. Dafür sehen wir wirklich enormes Potenzial weiterhin. Und eben über dieses Wachstum gleichzeitig mit der digitalen Struktur, die wir im letzten Jahrzehnt aufgebaut haben, einfach Skalierungspotenziale erzielen zu können. Zu der Vision gehört natürlich auch unsere Wirkungsorientierung weiter zu entwickeln, weiter zu verschärfen. Auch das machen wir stetig. Auch hier mal ein tangibles Beispiel. Wir haben das Thema Tierwohl, Animal Welfare in unsere ESG-Kreditanalysen mit aufgenommen. Circa 20% unserer Kredite sind an Agrarkunden. Das ist mehr als 1 Milliarde Euro. Und das bedeutet, dass wir dann mit unseren Agrarkunden auch auf diesem Thema weiter arbeiten wollen und sagen, das ist natürlich einerseits ein Impact-Thema. Andererseits machen wir unseren Kunden natürlich auch verständlich, dass es auch um ihre eigene Existenz geht. Dass wenn osteuropäische Agrarkunden weiterhin in den Westen exportieren wollen, müssen sie sich auch den Markttrends hier bewusst sein. Selbst die großen Discounter in Deutschland steigen stetig auf Bio oder auf zumindest zertifizierte Tierzucht um. Das ist so eins der Themen, wo man sagt, hier geht Impact und ESG mit einer Solidität des Geschäftsmodells einher. Und naja, letzten Endes wollen wir auch unsere Geschäftsstrategie weiter so zuschneiden, dass wir den Banken, sagen wir so, dass wir die Erwartungen, die an Banken gesetzt werden, bezüglich ihrer Rolle im Pariser Abkommen, dass wir dem auch mehr gerecht werden und hier auch weiter an unserer grünen Agenda arbeiten, weiter in grünen Krediten wachsen. Hier haben wir uns ein neues Ziel von 25% gesetzt und auch intern weiterhin an neuen Maßnahmen arbeiten, um unseren Footprint weiter zu reduzieren. Okay. Vielleicht noch einmal nachhaken von den Ländern. Ich glaube, ein Konkurrent von euch in Georgien, TBC Bank, ist jetzt in Usbekistan. Da könnt ihr auch, sag ich mal, diese ganzen Tadschikistan, Kasachstan, da könnt ihr auch, sagen wir mal, ein positives Szenario gedacht. Ne? Irgendwie Russland ist als Imperium, fällt es ein bisschen aus, wird mehr mit sich selber beschäftigt. Dann wird, glaube ich, auch das Drumherum, ne? Also wenn die Ukraine, sag ich mal, so gesagt, noch mehr in den Westen kommt, dann werden ja die weiteren Peripheriestaaten auch nochmal zentraler, auch diese, sag ich mal, diese Achsen nach China. Was wäre ein Grund, da nicht zu investieren? Ist das nochmal zu weit weg? Hat man da schlechte Erfahrungen gemacht oder ist sowas auch grundsätzlich denkbar oder ist das zu sehr dominiert von, sag ich mal, staatsnahen Anbietern, wo man dann zu sehr benachteiligt wird als Externer? Ja, also zum einen sehen wir natürlich das Wachstumspotenzial weiterhin sehr stark in unseren eigenen Märkten, wo wir bereits eine sehr, sehr gute Position haben. Grundsätzlich, alle ProCredit-Banken sind sogenannte Greenfield-Banks. Wir haben alles von Grund auf gegründet. Wir würden jetzt auch in keinen neuen Markt gehen via Akquise. Das wird bei uns immer auch sehr stetig von Grund auf aufgebaut. Das Letzte, was wir aufgebaut haben, war unsere Filiale in Griechenland vor circa 7 Jahren. Wir haben zwar in Osteuropa Fokus und in der Tat kann man sich irgendwie mal zusammenspinnen, was da bei einer Schwächung, regionalen Schwächung Russlands mit den umliegenden Märkten passieren könnte. Aber das ist im Moment, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Und wir haben uns auch beispielsweise vor einigen Jahren aus Armenien verabschiedet, einfach weil es von den Regierungsstrukturen, aber auch vom Bankensektor doch sehr fern war von dem, was wir als gute Geschäftsbedingungen betrachten würden. Und ich denke erst einmal sind die Länder, die du jetzt genannt hast, sind noch dem westeuropäischen Gedanken, auch was Demokratie und Meinungsfreiheit angeht, noch sehr fern, sodass sie für uns im Moment nicht interessant sind. Okay.
Super, dann sind wir sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Vielen Dank, Herr Dagrosa, für das Gespräch und alles Gute, sowohl von der Firma als auch hoffen wir mal, dass in der Ukraine, dass sich die Situation entspannt und sich zum Besten wendet und dass die nächsten Jahre dort, sagen wir, sowohl als aus wirtschaftlicher, aber auch als menschlicher Sicht besser werden. Vielen lieben Dank. Danke, ciao.